Das britische Referendum hat gezeigt, dass die Idee einer immer engeren Union der Völker Europas das Ende ihrer Glaubwürdigkeit erreicht hat. Ich glaube, Europa hat gerade nach dem britischen Votum allen Grund, nun nicht selbstgerecht zu sein, sondern sich selbst zu besinnen. Besinnen darauf, was die Europäische Union erreicht hat, aber auch, wo sie ihre Defizite hat. Und es kann keine Lösung sein, nun einfach so weiterzumachen wie bisher. Das heißt, wieder mehr Europa zu fordern, wieder allein die immer engere Union anzustreben, sondern innezuhalten und zu überlegen, wo braucht es tatsächlich mehr Europa, aber wo muss man auch mal weniger Europa wagen, wo muss man Fehlentwicklungen korrigieren. Weniger kann manchmal mehr sein und das ist die Chance, die die Krise bietet, wenn die Krise denn nicht nur Krise, sondern auch eine Chance ist.